Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen hier zu einem Spezialvideo, dem Antwortvideo Oh, unseres Schule. Patreon-Q&A-Aufrufes an alle Patreon-Unterstützer. Die durften Fragen stellen im Forum und ja zu uns und was wir so machen. Und diese Fragen wollen wir jetzt natürlich beantworten. Erste Okay. Frage, ich würde gerne wissen, was ihr beruflich macht und seit wann ihr zwei euch kennt. Das sind ja eigentlich zwei Fragen, aber fangen wir einfach mal mit der ersten an. Was machst du beruflich? Ich bin Drehbuchautor beruflich. Ja, ich schreibe für Funk und Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Für Film und Fernsehen. Ja, und Ja, du hast auch schreibe studiert, ich Drehbücher. Ich quasi. habe auch tatsächlich Drehbuch studiert, ja, an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, schön Ludwigsburg. Ja. Da habe ich tatsächlich Drehbuch studiert und ja, und da Schlägst dich jetzt arbeite so ich auch, durch. genau. Fahre auf der wilden Achterbahnfahrt des freiberuflichen Drehbuchautorenschaffens. Und das ist tatsächlich eigentlich auch schön, dass die beiden Fragen zusammengestellt wurden, weil wir haben uns so auch kennengelernt. Naja, wir Nämlich, kannten uns schon so ein bisschen über Ecken, ja, ja, na aber klar, so so. richtig kennengelernt haben wir uns quasi über den Film. Ja. Damals in Stuttgart, das war noch zur Schulzeit. Ja. Ja, wir sind nicht zur selben, auf dieselbe Schule gegangen, aber wir hatten einen gemeinsamen Gemeinsame Freundeskreis Freunde, von genau. Leuten, die zuerst bei dir waren und umgekehrt, oder erst bei mir und dann bei dir, wie auch immer. Auf jeden Die Fall, kamen später zu mir. man kannte sich irgendwie über Ecken und damals habe ich eben auch schon dann angefangen, was mit Film zu machen. Grund war auch schon im Film drin Ja, und und dann haben wir so ein ambitioniertes Kurzfilmprojekt sozusagen genau. zusammen gemacht und du als Ja, Regisseur. genau. Ich war damals, ich war, ich habe versucht, die Regisseurslaufbahn einzuschlagen, ist mir dann auch quasi gelungen. Wobei ich tatsächlich nicht studiert habe, ich war dann Quereinsteiger. Wobei ich muss ja sagen, ich habe ja tatsächlich auch einen Studienplatz gehabt in Ludwigsburg. Da will ich jetzt aber nicht in Einzelnen drauf eingehen. Das würde so Forrest Das, ja, das Gump, wäre jetzt the eine halbe movie. Lebensgeschichte. Auf jeden Fall, am Ende bin ich auch zum Freiberufler geworden. Natürlich mehr im Regiefach, ein bisschen geschrieben habe ich auch oder schreibe auch ab und zu mal. Aber das ist jetzt nicht so mein Hauptding, so wie bei Kron. Und ja, und natürlich ist es auch klar, wir kommen beide aus dem Filmbereich. Deswegen haben wir natürlich auch diese Expertise so ein bisschen mitgenommen jetzt hier zu Hunter und Kron und haben eben sowas wie der Brettspielclub, ist ja fast wie eine Filmproduktion, die wir da machen. Und da hilft es uns auch immer noch, dass wir da die Kontakte so ein bisschen in die Filmbranche haben zu Teamleuten und so weiter. Oh, das haben wir jetzt ausführlich Ja, beantwortet. ich denke, das haben wir ausführlich beantwortet. Ja, seit wann wir uns kennen, haben wir jetzt auch schon ausführlich Das war beantwortet. halt wann war Tja. das denn? Der Ja, erste das 14. Ich muss immer noch wissen, wann war, kam er denn ja, raus? das war, nee, das war, 1999. ja, das war 98, haben wir das aber schon gemacht, ne? 98 gedreht. Ja, 98, so, ja, damals in Stuttgart. Und da haben sich dann eigentlich unsere Wege auch wieder getrennt und dann aber in Berlin glücklich wieder zusammengefunden, witzigerweise über den Umweg World of Warcraft, aber dann Bei der doch analogen wieder Unterhaltung gelandet. bei den Brettspielen Aber das ist ging es eine dann andere wieder. Das ist eine Geschichte. andere Geschichte, genau. Nächste Frage, sehr interessant. Ich möchte gerne wissen, welches Spiel, Mechanik oder Art ihr erschaffen würdet, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Also wenn du einfach sagst, okay, du hast jetzt ausgesorgt, du hast nichts mehr zu tun im ganzen Leben, du musst jetzt nur noch ein Spiel erfinden. Was wäre das? Es wäre auf jeden Fall ein opulentes, episches, ein Mash-up und zwar aus einer Art Dungeon Crawler. Aber der Dungeon ist unter so einer amerikanischen Highschool. Und in der Daytime bist du quasi in der Highschool aktiv, hast da auch deine, musst, ja, schulische Sachen machen, musst Kontakte knüpfen, musst vielleicht auch eine Freundin daten und dann nachts geht's immer runter in den Dungeon, weil da krasse Monster, krasse Miniaturenmonster und vielleicht auch in der kooperativen Party da nachts unten Monster kloppen. Also ein Mashup, also Highschool Horror Dungeon. Okay. Wer steigt ein in 10 Jahren auf Kickstarter? Also ich finde die Frage so ein bisschen theoretisch schwierig zu beantworten, aber was ich auf jeden Fall sagen könnte, ich hätte auf jeden Fall Interesse, so ein richtig krass komplexes, aufwendiges, historisches Brettspiel mal zu machen. Ja, ich habe ja auch eine Zeit lang auch mal so Richtung Geschichte, habe mal angefangen, das zu studieren und so, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und Und dich alles umgedreht. so ein anspruchsvolles Brettspiel, was aber thematisch richtig
korrekt historisch verhaftet ist. Und irgendein Thema, was gibt's da auch? Ach, oder da Zeit? Oder? Da gibt es viele spannende Epochen, sowohl natürlich von der Antike, aber auch Mittelalter. Da gibt es viele, ganz viele, oder auch Neuzeit gibt es auch spannende Felder, die man da beackern könnte. Aber da das natürlich ein extrem aufwendiges Projekt wäre, habe ich da jetzt noch nicht konkret drüber nachgedacht. Das ist ja auch nicht. Tatsächlich so ein eigenes Pen-and-Paper-Rollenspielsystem entwickeln, dazu brauchst du ja auch Jahre und darfst nicht Geld verdienen wollen. Das hätte ich auch mal Lust gehabt. Oder hätte Lust. Da hätte ich auch früher mal Lust gehabt, aber ja, inzwischen glaube ich, habe ich das. Also das ist ja, wenn ich, ja, um Gottes Willen, das ist natürlich schon, ja, aber boah. Spannend wäre es, aber man hat einfach nicht die Zeit und man kann einfach leider damit kein Geld verdienen. Die nächste Frage, für dich eigentlich. Ihr seid ja auch leidenschaftliche Spielesammler. Habt ihr schon mal ein Spiel aus eurer Sammlung verkauft? Weil, er schreibt auch der Fragesteller, mir geht es immer so, wenn nach 10 Jahren kommt irgendwie das gleiche Spiel nochmal raus, nur besser. Ja, soll ich mich dann von meinem Alten trennen oder sage ich, darf die Sammlung nicht angetastet werden? Das ist natürlich eine Gewissensfrage. Nee, also ich habe lange Zeit wirklich kein einziges Stück verkauft, sondern wirklich alles immer. Aber dann haben wir auch wirklich immer mehr gekauft. Wir sind auf die Messen gefahren. Ich habe da wirklich so viele Tüten, dass wir noch ohne Auto waren, wie wir zu zweit irgendwie nur tragen konnten. Und es war einfach immer, immer mehr. Und irgendwann, klar, stellt man sich natürlich die Frage, ein Spiel, das ich spiele und sage, das werde ich nie wieder in meinem Leben spielen, weil es mir einfach gar nicht mehr gefällt. Oder ich spiele vielleicht zum ersten Mal, es gefällt mir gar nicht. Das würde dann irgendwann aussortiert werden. In Namen fallen mir jetzt aber tatsächlich gar nicht so viele ein. Also die quasi mal fester Bestandteil deiner Sammlung fällt waren. So, meine Frau sagt dann ab und zu vor Essen, dann sollen wir nicht mal durchs Regal durchgucken und dann wird so über manche Spiele verhandelt und die landen aber eigentlich in den meisten Fällen dann wieder im Regal, weil irgendwas ist dann doch so, aber guck mal, das sind so Kamelfigürchen oder guck mal hier. Also ich muss ja sagen, ich bin ja tatsächlich auch gar nicht so der fokussierte Sammler, das ist mehr Kron. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass natürlich du hattest ja quasi schon deine Sammlung, wo ich dann erst wieder infiziert wurde. Da hatten wir ziemlich schnell Hunter und Kron irgendwie am Laufen. Und ich habe jetzt quasi irgendwie, ich darf die Sammlung ja mitnutzen, genau. Jetzt von Grund auf selber nochmal eine, sag ich mal, eine Sammlung aufzubauen, die quasi alle Klassiker dann auch nochmal wieder alle Lücken füllt und so. Ausleihrecht unlimited die, auf Lebenszeit. Ja, die, also, die einzelne goldene Card. Das hätte ich jetzt, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Natürlich will ich mir die Spiele zulegen, die ich gerne haben möchte. Aber ich bin da jetzt nicht so sammelfokussiert, deswegen ist die Frage vielleicht nicht die richtige für mich. Aber ja, du hast sie ja auch beantwortet. Ja, also ich überlege die ganze Zeit wirklich jetzt über konkrete Titel. Also moderne fallen mir gar nicht ein. Es ist, dass ich ja immer noch nicht lassen kann, auf Flohmärkte in Berlin zu gehen und ich kaufe wirklich jedes Spiel, da kosten ja auch die Spiele dann nichts, wenn ich sie nicht kenne und so. Und da passiert es dann schon, gerade bei so Älteren, die ich halt auch vorher nicht kannte, dann gucken wir die an und spielen die irgendwie an und die sind dann vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß. Da stellen wir dann selber fest, ja gut, zu dem Thema oder von dem Mechanismus. Also du willst am Schluss nicht ein zweites Spielearchiv gründen, um... Nee. Das Deutsch Spielearchiv also, Konkurrenz zu machen. Ich möchte schon Spiele haben, die müssen die Definition erfüllen, dass es müssen nicht alles Spiele sein, die ich vorschlage. Also ich schlage vielleicht 90% meiner Sammlung selber vor, aber jedes Spiel in meiner Sammlung muss zumindest das Kriterium erfüllen, dass ich es nicht ablehnen würde, wenn es jemand mit mir spielen will. Okay. Weil das wäre irgendwie nicht Sinn der Sache, oder? Spiele zu haben, die man gar nicht spielen will. Nächste Frage. Wie eignet ihr euch die Regeln für unsere Videos an? Über die Regeln, übers Regelheft oder über Erklärvideos? Dazu kann ich Folgendes sagen, beides sicherlich. Die Hauptquelle sind schon die geschriebenen Regeln. Ja, ja, das kann man schon sagen. Das ist auch deswegen wichtig, weil das ja auch irgendwie ein Kriterium ist, wie sind denn die Regeln? Also wir müssen die Regeln auf jeden Fall lesen und auch gucken, wie transportieren sich die Regeln dann sozusagen in unseren Kopf und auch aufs Spiel und gibt es da Unklarheiten? Das ist eher oder? Eine Ergänzung dann zu gucken, vor allem bei komplexeren Spielen. Ja, bei komplexeren Sachen lohnt es sich einfach, weil man natürlich Zeit spart. Ne? Das ist halt so, wenn man es einmal sieht, das hilft einfach im Verständnisprozess enorm. Außerdem ist es auch so eine Rückversicherung. Oft haben wir vielleicht irgendwas falsch. Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne mal auch in der Regel irgendwas husch husch überliest oder dann einfach, was man dann erst, wenn man es spielt, sozusagen
korrigiert wieder, und aber auch durch ein Video kann man halt solche Fehler auch mal ausmerzen, die man vielleicht einfach im ersten Regelstudium einfach sich eingeschlichen hat. Würden wir nicht selber Videos natürlich über Spiele machen, würde ich vielleicht auch einfach, klar, einfach eine Regelerklärung angucken und fertig. Aber so letztlich, wir lesen die Regel früher oder später immer, auch wenn wir schon wissen, wie das Spiel geht, weil ja, es auch teilweise mit in unsere Bewertung einfließt. Genau. Natürlich, ist die Regel jetzt gut gestaltet oder schlecht? Das findet man ja nur raus, wenn man sie selber liest. Das ist halt, ja, also die Regel lesen eigentlich immer, zusätzlich halt manchmal noch, klar, Videos angucken oder, ja, so. Vor allem, also bei mir ist es, sagen wir so, eher bei den ganz komplexen Spielen, dann wird halt Regel gelesen und nebenher quasi auch aufgebaut. Das ist so, wie ich versuche, für mich die ganz harten Nüsse zu knacken, wo ich dann halt auch, wenn ich im Bett liege und die Anleitung lese, ja, und merke, so, ich muss jetzt diese Seite dreimal lesen, ich weiß nicht, was die damit meinen. Dann muss man sich einfach an den Tisch setzen, ganz alleine, tatsächlich ohne den Spieleabend schon eingeladen zu haben, und sich dieses Spiel einfach selber beibringen, weil ich finde, das war zwar nicht die Frage, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, einfach, wenn Spieleabend ist, sollte man nicht anfangen mit Regeln lesen. Ja, das ist keine gute Idee. Wie findet ihr die Zeit, so viele Videos zu erstellen? Ja, das ist natürlich eine Gretchenfrage, die wir uns jeden Tag stellen. Ja. Ja. Schlaf einfach nicht. Ja, nein, es ist natürlich so. Wir sind ja beide Freiberufler. Von daher ist es grundsätzlich eigentlich immer eine freie Entscheidung von uns meistens, mit was wir unsere Zeit verbringen. Wir müssen natürlich nur auch gucken, dass irgendwie noch genug Geld zum Leben da ist. Ne? Und wir versuchen natürlich auch die ein oder anderen Sachen, um auch mit Hand und Kron Geld zu verdienen. Das wisst ihr ja auch über die Partnerlinks, über Crowdfunding-Kampagne, über Patreon, über vielleicht mal sowas wie den Brettspielclub, was ja einfach ein Format ist, was wir mit dem Product Placement zusammen verwirklichen, mit den Verlagen, die uns da unterstützen und so weiter. Aber trotzdem nicht alles, was wir hier machen. Leidenschaft, ne? Zum Hobby und Hobby zum gewaltigen Ausmaß geworden, und das geht mit 8-Stunden-Tagen, so viel sei versprochen, in der Regel nicht. Also man muss da schon auch bereit sein, einfach natürlich Abende, natürlich zu, eigentlich halt die Zeit, die so da ist, natürlich auch in solche Projekte zu investieren. Was ist für euch das beste Einsteigerspiel für nicht Brettspieler oder nicht Brettspieler zum Brettspielen zu bringen? Einfache Frage, aber eigentlich ist die Antwort kompliziert, weil das muss man tatsächlich an Spielertypen anpassen. Trotzdem gibt es so ein paar Doorbreaker, ich finde, die kann man immer verwenden. Ein King of Tokyo, ja. wer Dominion, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Solche Sachen, wo ich eine vielstellige Partie habe, wo ich so viel mit meiner eigenen Spielerunde und mit neuen Leuten und einfach 90% der Leute immer positiv drauf reagiert haben. Solche Titel benutzt man dann irgendwie, um Nichtspieler zum Spielen zu bringen. Aber es ist auch wirklich erst typabhängig. Mir persönlich zum Beispiel ist das so gegangen, da war eben sowas wie ein Eclipse so der totale Türöffner, eher so im Kopf, was einfach so nach dem Motto, oh krass, was hier alles los ist, und das hat dann das Feuer so richtig entfacht. Aber natürlich, meistens sind es dann eher doch die zugänglichen Sachen, die einfach schnell erklärt sind und so universell einfach funktionieren. Zum Beispiel eben auch sowas wie jetzt aktuellen Codenames, was halt so ein simples Prinzip hat, sowas wie ein Konzept 2014. Auch so ein Spiel, was einfach man nur über die Schulter gucken muss und schon will man irgendwie mitmachen oder wissen, was das ist und so. Also da gibt es sicherlich verschiedenste Spiele. Das allerbeste, also ich würde es auch nicht sagen, es gibt jetzt das Türöffner-Spiel. King of Tokyo ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel, auch so diese Würfelgeschichte hat jeder hat schon mal gekniffelt irgendwie in seiner Jugend oder so, und dann kommt das halt einfach so. Ich habe einen sehr guten Freund, bei dem war Zombieside der Türöffner, also das war klar, dem muss ich Zombieside empfehlen, der wird es lieben, und dann hat er es geliebt und spielt jetzt seit 2 Jahren nur Zombieside. Auch aber hat auch alles durchgespielt. Nächste Frage, spielt ihr noch Computer- oder Konsolenspiele? Ja, auch leidenschaftlich gerne eigentlich, aber es gibt eigentlich nicht mehr so viel Zeit dafür. Ich habe auf jeden Fall da jede Menge Konsolen im Wohnzimmer stehen, und natürlich ist auch Häuptling Wilde Himbeere. Da spielen wir vor allem halt viel wie Nintendo-Sachen und so, weil er da schon alt genug ist, und gerade so zum Alleine-Spielen, also ich
Ja, ich meine, wir haben uns in World of Warcraft kennengelernt und das war eine fantastische Zeit. Ja. Will keine Sekunde davon missen und ich habe auch in ein paar anderen. Ach, so ein paar Farming-Stunden würde ich schon missen. Aber und, das meiste war sehr lustig. Ich spiele auch immer noch gern so Sachen wie Far Cry, Fallout und so, habe aber einfach nicht die Zeit. GTA, Red Dead Redemption, das sind alles fantastische Spiele und ich wünschte, ich hätte sie alle auf 100% durchgespielt, aber dazu fehlt mir leider die Zeit. Ich habe immer die Hoffnung irgendwie und. Also ich habe natürlich auch Spaß macht's allemal. Früher habe ich nie Konsolen gespielt, witzigerweise, aber viel Computer und ich spiele auch ab und zu noch mal, aber eigentlich nur noch so kurze Absacker, um mich mal zu entspannen. Also, kurz mal Diablo. Nein, nicht kurz mal Diablo. So fünf Minuten, 10 Minuten mal so ein bisschen rumballern oder sowas. Aber das ist eigentlich echt nur so eine Art Ablenkung, wenn ich stark im Stress bin und mich da irgendwie mal kurz runterholen muss. Dann mache ich das gerne, aber alles, was jetzt so längere Zeit braucht oder wo man irgendwie jetzt viel investieren muss am Stück oder so, dazu hat man einfach keine Zeit mehr. Wo es schade ist, natürlich, es gibt auch tolle Computerspiele, aber ja, wir haben, glaube ich, genug Abwechslung hier mit den Brettspielen. Welches ist euer Lieblingskinderspiel? Dazu kann ich nur sagen, es ist für mich schwierig zu beantworten, weil meine beiden Kinder sind ja noch relativ jung. Und da schwankt es natürlich auch sehr stark. Also ich würde es schon davon abhängig machen, was ich halt auch gerade spiele mit denen so. Und Sohn spielt natürlich auch gerne dann Looping Chewy will er gerne mal wieder auspacken. Oder dann will er doch wieder, was aktuell sicherlich ganz groß ist, ist Uga Uga von Haber. Das spielt er gerne. Ja, aber das wechselt halt noch sehr viel. Ja, das wechselt noch sehr viel und deswegen kann ich das jetzt nicht so sagen. Mein Lieblingskinderspiel, ja. Jetzt habe ich kurz drüber nachdenken können, danke, ja. Ist das magische Labyrinth. Drei Magierspiele finde ich fantastisch, vor allem es ist halt, also ich finde es wirklich so toll, dass ich es halt auch in reinen Erwachsenenrunden schon rausgeholt habe. Es ist im Prinzip ein Labyrinth mit unsichtbaren Wänden, es funktioniert mit Magnetismus, die Wände sind unten, das heißt man schiebt rum und nur, dann fällt so eine Murmel runter und man muss sich halt unsichtbare Wände merken und quasi so einen Weg durch so ein magisches Labyrinth finden. Ein ganz fantastisches Kinderspiel. Das spiele ich wirklich total, total gern. Ja. Es gibt bestimmt noch andere, die auf dem Niveau sind. Das finde ich halt immer die stärksten, wenn ich sie auch in reinen Erwachsenenrunden rausbringe. Crazy Coconuts hat sich für immer in mein Herz gespielt. Das holen wir wirklich das als würde ich gar nicht nachts, so als Kinderspiel sehen, aber es ist ein tolles raus, Kinderspiel. Das sind natürlich die, ja, die mich am stärksten reizen, die ich nicht nur mit Kindern spiele, sondern halt, wie gesagt, auch in meiner Stammspielgruppe nachts hervorhole. Gibt es in Zombieside wirklich giftige Zombiehunde? Oh, endlich mal eine einfache Frage. Die Antwort ist nein, nicht, dass mir bekannt wäre. Nachfrage, ja. Haben wir das irgendwo mal behauptet oder wie? Ich glaube, es war die Frage damals in dem Let's Play, weil wir dann die Hunde hatten, sollten giftig werden, wir wussten nicht, Hunde, was wir damit machen. Aber ich glaube auch nicht. Da in dem Let's Play, ist ja, da haben wir geheimnisvoll viele Fehler eingebaut, einfach damit ihr was zu suchen habt. Und ich glaube, die Hunde wären wahrscheinlich nicht giftig geworden oder... Keine Ahnung. Das ist die Frage doch nicht so einfach. Was ist euer mittel- und langfristiger Plan mit euren Videos? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich kann ganz klar sagen, wir versuchen natürlich, sag ich mal, den Teil, wo wir, sag ich mal, professioneller an die Sache rangehen können, weil wir vielleicht auch mehr Geld damit verdienen können, den wollen wir sicher ausbauen. Ja, wir wollen sicher unsere professionellen Aktivitäten ein bisschen ausbauen. Dazu gehört auch sowas wie die Berlin Brettspielkon, die wir natürlich versuchen aufzubauen. Mal gucken, wo wir da landen irgendwann. Das ist dieses Jahr erst das zweite Mal, dass wir das machen. Wir wollen halt einfach, wir schielen halt auch so ein bisschen nach Amerika. Wir wollen natürlich einfach hier einen Kanal aufbauen, der auch sicherlich noch eine größere Reichweite hat, weil wir einfach wollen, dass noch mehr Leute mitkriegen, was für coole Brettspiele es gibt. Und ich denke schon, dass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf haben hier in Deutschland. Ja. Da gibt es noch einiges, einige Leute zu entdecken oder beziehungsweise, dass die uns entdecken. Und also sagt's ruhig weiter. Ja, das wäre auch mein Anspruch, das Image der Brettspiele noch weiter auf den gleichmäßigen Stand mit Filmen, Comics und anderen tollen Sachen zu heben, wie es in Amerika halt auf manchen Kanälen schon gelingt. Und natürlich wollen wir auch versuchen, einfach so Sachen, wie wir halt jetzt schon machen, wie den Brettspielclub oder auch den Essen-Livestream, sowas halt einfach also fest zu etablieren, dass wir nicht jetzt jedes Jahr gucken müssen, kriegen wir es nochmal hin oder so, sondern dass es einfach was ist, was wir einfach dauerhaft machen können, weil es einfach ankommt oder weil die Leute es einfach gerne sehen wollen. Und das wäre schon das Ziel. Mal gucken, ob es klappt. Mit eurer Hilfe auf jeden Fall. Ja, ohne eure Hilfe natürlich nicht. Vielen Dank an dieser Stelle. Wieder einmal. Wieder einmal.
Wer ist euer Lieblingsspieleautor? Oh, ja, also es ist... Ist schwierig. Ist schwierig, aber es gibt natürlich, also es gibt schon natürlich tatsächlich in Wahrheit eine ganze Menge Autoren, die inzwischen einfach mit den Sachen, die sie gemacht haben, so viele tolle Sachen dabei waren, dass allein die Ankündigung halt, hey, der macht ein Spiel mit dem Namen, dazu reicht, sich das auf jeden Fall anschauen zu wollen. Und das ist so wie beim Film, sage ich mal, wie ein Regisseur, wow, der hat einen neuen Film gemacht, mal gucken, ob der gut ist. Es sind dann nicht alle gut, sondern auch nicht alle Spiele gut, aber so haben sich ein paar Autoren in mein Herz gespielt. Darunter fangen wir mal im Ausland an. Keine Ahnung, natürlich ein Vlada Quartil, weil ohne einen Galaxy Trucker gäbe es vermutlich meine Stammspielegruppe gar nicht. Und ja, ein Ignacio Krivicek mit Robinson Crusoe und all diesen fantastischen Spielen in vermutlich jeder Top-10-Liste, die wir machen, irgendwie vertreten. Ja, aber ja, auch hierzulande. Klar, es ist also... Ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich jetzt einen speziellen Autor habe, aber ich freue mich auch, klar, wenn ein neues Stefan-Feld-Spiel rauskommt, dann möchte ich das spielen. Wenn ein neuer Rosenberg rauskommt, dann möchte ich das natürlich spielen. Es gibt einfach eine ganze Reihe von wirklich guten Autoren. Es kommen immer wieder neue, finde ich. Alexander Pfister ist jetzt wieder quasi ganz groß gewesen in letzter Zeit, wo man auch sich freut wieder auf den nächsten Titel. Es ist natürlich in Wahrheit eine wirklich lange Liste. Autoren. Jetzt einen herauszunehmen. Antoine in Frankreich natürlich auch. Bruno Catala, Antoine Bauser. In jedem Land gibt es wirklich eine ganze Liste mit tollen Autoren. Kann man aber so nicht sagen. Also ganz pauschal nicht, aber ich sage mal, wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, dann wäre es Vlada Quartil, aber das liegt einfach halt an der Das Hysterie hat besondere Gründe. Stammspielgruppe mit diesen Galaxy Trucker, Hassern und anderen, die es lieben. Das ist einfach so witzig und ja, aber schwere Frage. Einfache Frage. Was muss passieren, damit ihr mehr Top 10 Videos macht? Also eigentlich nichts, aber generell sagen wir immer, mehr Videos können wir immer dann machen, wenn ihr uns noch stärker unterstützt. Das soll jetzt nicht irgendwie das umdrehen, aber es ist halt letztendlich so, wir fahren, glaube ich, ziemlich am Limit, was wir machen können. Wir machen immer so viel, wie geht. Und ja, um noch mehr zu machen, bräuchten wir entweder noch mehr Gastrezensenten oder also noch mehr, oder wir müssten halt noch mehr Zeit. Mehr auf andere Arbeit zu verzichten. Genau. Nee, aber natürlich sind Top 10 Videos, wir machen die selber total gern. Sie sind natürlich immer ein bisschen schwieriger zu planen, weil man will dann immer vorher noch seine letzten Lücken schließen. Man ist natürlich da nie am Ende. Irgendwann muss man dann mal den Sack zumachen und sagen, so, das ist jetzt mein aktueller Stand in jener Kategorie. Ich kann nur versprechen, es sind einige Top 10 Listen in Arbeit. Ja. Ja, Partyspiele, Kinderspiele, aber auch zu vielleicht ganz anderen Themen. Keine Sorge, da wollen wir auf jeden Fall weiter dran anknüpfen. Auf jeden Fall. Dann nochmal zurück, alle unsere Anfänge. Mich würde interessieren, wie ihr drauf gekommen seid, überhaupt einen Spielekanal zu machen. Ich glaube, die Frage haben wir schon öfters in verschiedenen Gelegenheiten beantwortet. Deshalb nochmal die Kurzfassung. Ich wollte immer schon mal einen YouTube-Kanal machen. Mir hat nur das Thema gefehlt, als ich dann auch durch Kronen wieder das Brettspielen, also wieder entdeckt habe. Es war eine große Leidenschaft von mir in der Jugendzeit. Und dann habe ich es aber wieder entdeckt. Und dann ist mir halt auch recht schnell klar geworden, hey, das ist doch genau mein Thema. Und das wäre doch das richtige Thema für einen YouTube-Kanal. Und genau, ich habe meine Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt, in unterschiedlichen Podcasts, glaube ich. Und ja, ich habe einfach immer mehr Spiele, es hat immer mehr Spaß daran gehabt, Spiele zu kaufen. Und wir sind gar nicht mehr dazu gekommen. Wir hatten einen wöchentlichen Spieleabend und der hat einfach auch nicht mehr ausgereicht. Und meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, ja, damals noch Freundin, wie sollen wir das alles abspielen? Und hör mal auf, Spiele zu kaufen. Und ich habe, da kommt das und das und das. Und ja, dann müssen wir noch mehr spielen. Und ich habe einfach nach einer... Jetzt hast du einen guten Grund. Genau, jetzt habe ich einen guten Grund. Wir haben noch einen guten Grund gesucht, noch viel mehr zu spielen. Ich wollte einfach noch mehr spielen. Ich wollte mich selber so ein bisschen unter Druck setzen. Sehr gut. Dann wurde noch gefragt, wie oft wir in der Woche spielen und wie viele Spielerunden wir haben. Es ist tatsächlich so, natürlich spielen wir auch zusammen, treffen uns. Wer hätte das gedacht? Ja, um zusammen zu spielen. Manchmal filmen wir uns natürlich auch dabei. Das Geheimnis ist gelüftet. Ja, wir spielen zusammen Brettspiele. Dann filmen wir uns dabei. Da stehen etliche Let's Plays dabei. Die könnt ihr auch im Kanal auch angucken. Aber davon unabhängig spielen wir natürlich auch noch jeder getrennt. Ich spiele wahnsinnig viel hier mit meiner Familie, mit meiner Frau, die absolut spielbegeistert ist, zum Glück. Und mit Häuptling Wilde Himbeere, der immer älter und immer kompliziertere und komplexere Spiele mit uns spielen kann, weil es halt einfach zu jeder Zeit geht. Wir haben noch eine kleinere Tochter. Ihr kennt sie ja auch aus manchen Videos und ja, ich kann jetzt nicht jeden Abend irgendwo auf einem Spieleabend präsent sein, deswegen versuche ich einfach jeden
freien Abend, den wir hier irgendwie haben, selber halt einen zu machen, spontan mal was zu spielen, dann muss wieder unterbrochen werden. Aber feste Termine gibt es trotzdem mindestens, also ja, einmal fest bei mir, die Woche bei dir, einmal fest genau. Die Woche bei mir. Zwischendurch haben wir noch unseren festen Let's Play-Termin, wo wir halt eher Sachen testen und spielen. Also ich habe jetzt auch angefangen, teilweise 3 bis 7 Mal die Woche. Ja, auch mal nachmittags tatsächlich zu testen, mich mit den Leuten zu treffen. Ja, spielen. Ab und zu, ja, nicht immer. Aber das Ding ist halt bei mir so, dadurch, dass wir noch 2 kleinere Kinder haben, ist es noch ein bisschen knirsch mehr. Man kann mit meinem Sohn noch nicht so richtig spielen und manchmal ist es halt auch schwierig mit den Kindern, die auch immer so ins Bett zu kriegen. Aber wir versuchen da eben genauso wie das Video herstellen, so viel wie geht. Ja? Man möchte immer gerne noch mehr, aber manchmal geht es halt auch nicht. Und dann noch ungespielte Spiele hinter ja, uns. Ja, so ist es halt. Das ist, aber und natürlich muss man auch immer gucken, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Wir haben natürlich ja. schon auch eine Absicht, dann auch immer die Sachen natürlich auch zu spielen, die wir auch aktuell natürlich auch irgendwie gerade rezensieren wollen und so weiter. Das ist auch immer nicht ganz einfach. Die Spielgruppe muss auch mal überzeugt werden. Ja, manchmal, und dann muss man auch natürlich mal noch in Star Wars ins Kino gehen und Game of Thrones ja. gucken. Und natürlich gibt es da noch andere Verpflichtungen abzuarbeiten. Trotzdem spielen wir so viel wir können, klar. Und die letzte Frage, kauft ihr alle Spiele selbst oder bekommt ihr viele Rezensionsexemplare und verkauft ihr auch mal ein Spiel und ja, wo macht ihr das und kann man das auch irgendwie kaufen von euch? Also Basis des Kanals ist, da haben wir jetzt schon in dem Video ein paar Mal gesagt, meine Spielesammlung, die in rasantem Tempo gewachsen ist, wir konnten es gar nicht abarbeiten und natürlich haben wir auch mit dieser Sammlung angefangen, unseren ganzen Kanal aufzubauen. Ja. Wir waren auch schon mit dem Gedanken, einen Kanal zu machen, dann damals vor zwischen drei Jahren. Fast 3 Jahre. Halt, genau, ist erst schon gezielt in Essen und haben noch mehr gekauft als sonst kaufen, weil wir wussten, wir möchten jetzt gerne Videos machen. Aber natürlich mit dem ersten Jahr, mit der Arbeit am Kanal, bekommen wir immer mehr Rezensionsexemplare. Inzwischen bekommen wir sehr viele Rezensionsexemplare, geben das aber in jedem Video auch steht unten drunter unten an. Nichtsdestotrotz ja. kaufen auch wir natürlich immer noch Spiele. Man hat nicht überall in Kontakt. Es gibt Sachen ja auf Flohmärkten, die out of print sind, die man irgendwo findet, einfach die auch für Top-Ten-Listen noch fehlen. Ältere Titel, ja, limitierte Titel, da kommen natürlich auch wir nicht umhin, wollen nicht umhin kommen, da Geld für auszugeben. Also ja. Genau. Und ich sag mal, zum Thema Verkaufen ist einfach so, es ist für uns schon auch wichtig, sozusagen eine recht vollständige Sammlung zu haben, weil wir immer wieder auch Sachen wieder hochkramen für Top-Listen und so weiter. Da können wir auch einen kleinen Spoiler geben. Wir haben nämlich jetzt, wir nähern uns ja noch nicht, wir brauchen schon noch ein bisschen, aber wir nähern uns ja bald einer wirklich magischen Marke, nämlich von 10.000 Abonnenten. Und da soll es natürlich wieder ein Abonnentenspezial geben. Und wir haben uns überlegt, wir werden dann eine persönliche Top 100 machen, also 2 Top 100 Listen, das wird auch eine Weile dauern, bis wir das abgearbeitet ja. haben, aber da seht ihr auch schon dazu, um so eine Top 100 Liste zu machen, braucht man ja natürlich auch die ganzen Spiele, die da irgendwie reingehören, deswegen und sind wir sehr die vorsichtig, da nicht reingehören, ja, damit nicht. Man überhaupt die 100 auswählen ja. Also sind wir mit dem Verkaufen. Also mit dem Verkaufen sind wir vorsichtig. Eine Möglichkeit, wo wir mal Spiele angeboten haben von uns, war letztes Jahr auf der Berlin Brettspielkomm auf dem Brettspiel Flohmarkt, das haben wir auch wieder vor, da werden wir sicher wieder das ein oder andere Spiel, was wir einfach nicht mehr brauchen. Aber selbst da war ein Großteil anbieten. Des Bestandes waren Spenden von Verlagen. Ja. Ja. Oder ja. auch von euch. Man kann auch was in Kommission geben da für den Brettspiel-Flohmarkt. Ja, das war die letzte Frage hier von unseren Patreons. Nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und natürlich vielen Dank fürs Unterstützen auf Patreon. Das könnt ihr euch natürlich auch mal angucken, unsere Patreon-Seite und was es da für ja. Extras gibt. Man kann ab 5 Dollar im Monat zum Beispiel auch jede Woche mitvoten, jeden Monat mitvoten für unsere Patreon-Wunschvideos. Und einiges andere mehr. Ja, aber vielen Dank dafür nochmal. Und ja, ich denke, wir werden so ein Q&A mal wieder machen. Es waren ja gar keine unangenehmen Fragen dabei. Nö, auf keinen Fall. Ja, ich dachte, das ist irgendwie, welche Schleimfarbe findest du am ekelhaftesten? Was war der schlimmste Tag deines Lebens? Nö, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das wieder mal machen. Schöne Aktion. Und wir sagen Tschüss. Danke fürs Zugucken. Ganz genau. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.